Groß oder klein, bombastisch laut oder kunstvoll und leise. Millionenschwere Blockbuster kämpfen mit den ehrgeizigen Entwicklungen aus unabhängigen Kleinstudios um die Gunst der Käufer. Action, Adventure, Rollenspiel. Das Spielejahr 2016 hat einfach alles. Ein Ausblick auf das, was kommt. Wer ein Faible für kunstvolle Jump-and-Run-Projekte hat, könnte sich im Februar in EAs wandelndes Wollknäuel regelrecht verlieben. Jani geht auf große Reise und zieht dabei buchstäblich einen roten Faden durch die Levelstruktur. Der Faden darf nur nicht bis zum Ende komplett aufgebraucht sein, sonst heißt's Game Over. Visuell imposant und angenehm anrührend. Das für März angekündigte Primal reißt Ubisofts wilder Ego-Shooter-Reihe Far Cry die Pistolen und Gewehre aus der Hand, um sie durch Stein, Axt und Speer zu ersetzen. Es geht in die Vorzeit, zu Mammuts und Säbelzahntigern. Das grafische Aushängeschild für Sonys PS4 kommt nach einer weiteren Terminverschiebung Ende April. In seinem voraussichtlich letzten Abenteuer geht Glücksritter und Weltenbummler Nathan Drake zusammen mit seinem Bruder auf große Schatzsuche. Filmreife Action garantiert. Die Rückkehr des Action-Klassikers auf der Wii U verzückt mit fein gezeichneter Grafik und zitiert mit Hilfe stilvoller Reduktion gekonnt das 16-Bit-Original. Wer auf geradlinige, aber fulminant präsentierte Punktejagd und gigantische Bosskämpfe steht, ist hier genau richtig. Härter als die Rollenspielpolizei erlaubt. Dafür ist die Reihe Dark Souls bekannt. Nachdem Entwickler From zuletzt das ähnlich vertrackte Bloodborne für die PS4 lieferte, ist jetzt wieder das Original an der Reihe. Teil 3 erscheint im zweiten Quartal für PS4 und Xbox One, dementsprechend wurde die Grafikumgebung gehörig aufpoliert. Entwickler Remedy Entertainment holte sich für sein Xbox One-exklusives Action-Game Quantum Break, das Mitte 2016 erscheinen soll, hochkarätige Unterstützung. Herr-der-Ringe-Star Dominic Monaghan und X-Men Sean Ashmore werden den virtuellen Figuren nicht nur ihre Stimme leihen, sondern dank Motion-Capturing-Aufnahmen auch Aussehen und Mimik. Spannend auch, flankiert wird das Spiel über ein aus dem Ruder geratenes Zeitexperiment von einer TV-Serie. Das Flehen der Fans wurde von Mitentwickler Tim Schafer erhört. Das Adventure Day of the Tentacle, das als bester Vertreter seines Genres gilt, soll inhaltlich unverändert und grafisch angepasst auf aktuelle PC- und Konsolenhardware gebracht werden. Natürlich mit einer versteckten Version von Maniac Mansion inklusive. Der virtuelle Weltraum. Unendliche Welten. Die märchenhaft visualisierte Raumschiffreise No Man's Sky birgt Elemente aus Actionspielen und Handelssimulationen. Außerdem darf man auf Abermillionen von Planeten landen, um dort zum Beispiel Flora und Fauna zu erforschen, auch mit VR-Brille. Wann genau der ungewöhnliche Ur- und Endzeit-Cocktail Horizon Zero Dawn erscheint, ist unbekannt. Aber die Duelle zwischen einer jungen Bogenschützin und gewaltigen stählernen Bestien lassen schon jetzt staunen. Ob das über 100 Millionen Dollar Projekt wirklich im nächsten Jahr abhebt? Der Online-Raumkampf-Ego-Shooter-Mix von Wing Commander-Schöpfer Chris Roberts ist derart überambitioniert, dass viele Crowdfunding-Anleger auch einen kapitalen Crash fürchten.